Ich gebe jetzt das Wort an Dirk Köttl seitens Polizei. Gestern um 2:30 sind auf der Eisenzentrale der Kantonspolizei Schweiz parallel eine Meldung von einem Mitarbeiter von der Firma Schilliger Holzbau AG und ein technischer Brandalarm von der Brandmeldeanlage eingegangen. Sofort ist die ganze Feuerwehr Küsnacht, der Rettungsdienst Küsnacht und die Polizei aufgeboten worden. Die Feuerwehr Küsnacht hat den Auftrag gehabt, sofort Brandbekämpfung zu machen. Kapo Schweiz hat die Strasse gesperrt und hat somit die Rettungsachse sichergestellt. Es mussten keine Personen evakuiert werden und es ist nie Gefahr für die Bevölkerung bestanden. Das Gewässer ist durch das Löschwasser belastet worden. Die nötigen Sperren sind gemacht worden. Das Amt für Umweltschutz überwacht laufend die Situation und nimmt Proben. Danke Dirk. Und jetzt gebe ich das Wort an den Einsatzleiter der Feuerwehr, am Meitschling. Dankeschön. Beim Eintreffen der Feuerwehr Küsnacht, der ersten Einsatzkräfte, ist die grosse Produktionshalle bereits im Vollbrand gestanden. Eine weitere Halle, gerade angebaut, hat bereits auch schon Feuer gefangen gehabt. Es sind dann weitere Nachaufgebote von Feuerwehren im Umkreis erfolgt, damit wir die erschwerten Bedingungen vom Wassertransport mit Verstärkung in Angriff nehmen können. Es ist uns gelungen, das Feuer auf die bereits betroffenen Hallen zu beschränken und können die Hallen rundherum schützen und das Feuer hat sich nicht weiter ausbreiten können. Ich kann das schnell zeigen auf der Übersicht. Das ist eigentlich die Halle vorne, hinten, wo im Vollbrand war, und vorne die Halle, die auch bereits gebrannt hat. Die Halle da eine ganz neue Halle, und da auf der Seite auch die Halle und der Übergang da, die sind vom Feuer nicht betroffen. Bis am Abend sind die 290 Feuerwehrleute im Einsatz von der Stützpunktführer Küsnacht, Schweiz, Zug, der Betriebsfeuerwehr VBS sowie von der Feuerwehr Adligenswil, Art, Meggen und Udligenswil. Über Nacht haben wir die Einsatzkräfte müssen ablösen. Dann haben wir mit der Feuerwehr Ingwold, Brunnen und der Feuerwehr Schüttelbach eine Ablösung organisiert, wo auch noch durch die Feuerwehr von Steinert-Steinenberg unterstützt worden ist. Heute am Morgen hat wieder eine Ablösung stattgefunden mit dem Stützpunktführer Küsnacht, der Führer von Art, Meggen und Udligenswil und der Betriebsfeuerwehr vom Luzerner Kantonsspital und vom VBS. Gestern bis in die Nacht und auch heute bei Tagesabbruch haben wir mit einem Heli, gestern mit zwei Heli, können die Halle, die oben mit Wasser benetzen. Unsere grosse Herausforderung war eben der Wassertransport. Wir haben 2,7 km Leitung vom See unten auf, vom Vierwaldstätter See unten gebaut, für den Wassertransport oben auch sicherzustellen. Im Moment sind wieder weitere Feuerwehren für die Ablösung aufgeboten. Feuerwehr Rotenturm und Feuerwehr Bar. Weil wir haben immer noch Feuer unter dieser grossen Halle. Dort ist ein grosses Holzlager und wir haben nur stirnseitig zwei Zugänge, wo wir zu dem Feuer dazukommen. Das zum Stand und auch zum Ausblick. Ergänzend kann man noch sagen, dass die Strassensperrung nach wie vor nötig ist zwischen Küsnacht und Udligenswil. Und die wird auch vorderhand bis jetzt nicht abschätzbar, wie lange noch aufrechterhalten werden müssen.